Christian Morgenstern, die unmögliche Tatsache. Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie war, spricht er sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich, wie dies, ja, dass es überhaupt geschah. Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Trift? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln? Kurz und schlicht durfte hier der Kutscher nicht. Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist also bald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Christian Morgenstern, die Korffsche Uhr. Korff erfindet eine Uhr, die mit zwei Paar Zeigern kreist und damit nach vorn nicht nur, sondern auch nach rückwärts weist. Zeigt sie zwei, somit auch zehn. Zeigt sie drei, somit auch neun. Und man braucht nur hinzusehen, um die Zeit nicht mehr zu scheuen. Denn auf dieser Uhr von Korffen mit dem janushaften Lauf, dazu war sie entworfen, hebt die Zeit sich selber auf. Nochmal Christian Morgenstern, Palmströms Uhr. Palmströms Uhr ist anderer Art, reagiert mimosisch zart. Wer sie bittet, wird empfangen. Oft schon ist sie so gegangen, wie man herzlich sie gebeten, ist zurück und vorgetreten. Eine Stunde, zwei, drei Stunden, je nachdem sie mitempfunden. Selbst die Uhr mit ihren Zeiten, selbst als Uhr mit ihren Zeiten will sie nicht Prinzipien reiten. Zwar ein Werk wie allerwärts, doch zugleich ein Werk mit Herz. Thank you.
Klavierspielen müsste man können. Ne? Hätte ich bloß auf meine Mutter gehört.